Jo, Hallöchen. Ich habe hier eine Memory Expansion Card und zwar für den Commodore A500. Und das ist hier die A501 Revision 5. Und da gibt es ein großes Problem. Das Ding ist ewig alt. Und der Akku ist schon ein Stück weit ausgelaufen. Hat da schon ein bisschen was an Schaden gemacht. Sie funktioniert aber noch. Also, das kann ich schon mal sagen, dass sie noch funktioniert. Und ich werde jetzt den Akku runterlöten und mit Essigwasser, den Bereich erstmal reinigen. Und eventuell noch die Elgos tauschen. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das runtergelötet habe. So, nun habe ich das abgelötet. Und immer so weit drauf, wie ich kann. Man sieht schon, upsa, das war mein Essigwasser. Da ist leicht weggefressen, da ist weggefressen, da ist noch vorhanden, da ist weggefressen, da ist auch weggefressen. Wenn das jetzt mit dem Essigwasser habe ich mir hier fertig gemacht, das ist so auf etwa 10-15% verdünnt. Und werde das jetzt hier erstmal ordentlich draufhauen. Und das einwirken lassen. Man sieht aber schon, dass es ein bisschen was tut. Werde ich wohl ein paar Mal machen. Ich habe Essigessenz 25er verdünnt auf etwa 1 zu 2, also ein Teil Essig, zwei Teile Wasser, das ist ungefähr so 10-15% Essig. Jetzt einwirken lassen und das blubbert schon ein bisschen. Und wenn ich noch ein, zwei, dreimal machen, auch von der Rückseite, da ist ein bisschen was dran. Nicht zu viel, nicht zu lange, das ist halt nicht so schön. Aber was soll man machen? Hauptsache, das Ding funktioniert nachher wieder. Gut, das lasse ich jetzt erstmal so ein bisschen liegen. 2, 3, 4 Minuten und dann mache ich es nochmal. Und werde mich dann wieder melden. Da soll natürlich wieder eine Batterie drauf. Habe ich dann schon so einen Batteriehalter schon mal ausgelötet. Dazu muss ich das hier aber modifizieren, das ganze Ding, weil da geht Spannung rein. Ich habe schon mal den Plan rausgesucht. Ich mache mal so, dass man das vielleicht sehen kann. Ich mache mal so, dass man das sieht. Das wäre die Batterie. Da ist noch ein Elektrolytkondensator. Das wäre das IC, was da unten ist. Da ist noch der Quarz dazwischen. Und da ist 12 Volt Eingang über den Widerstand auf eine Diode auf den Akku mit Batterie, auf den Akku mit dem Widerstand. Und da ist nochmal eine Diode mit 5 Volt. Ich weiß, dass das ungefähr 7 Volt gibt. Das muss ich jetzt aber so modifizieren, dass ich den Widerstand 470 Ohm, das ist nicht viel. Ja, den lasse ich drinne, aber da eine Diode vormache, dass die Spannung zum IC kommt, aber nicht zur Batterie, weil ich mache ja keinen Akku rein, ich mache ja eine Batterie rein. Muss ich modifizieren. Wahrscheinlich werde ich aber die 12 Volt komplett kappen und nur von 5 Volt aus hier reingehen. Weil ich brauche ja keine Ladespannung. Ich weiß nicht, wie die Belastung, wenn der belastet ist, wie viel Spannung hier nachher anliegt. Aber es steht hier 4,5 Volt. Ja, also von der 5 Volt mit einer Diode und noch einer Diode sind 1,4, das sind dann ungefähr 3,3 Volt, 3,6
7 Volt ungefähr, was weiß ich, so sollte passen fürs IC. So dass die 3 Volt über die Diode hier reingehen kann. Sollte hinhauen. Hier steht jetzt der 4,5, es ist aber nur ein 3,6er Akku. Sieht man ja hier. Wenn die Kamera scharf stellt. Ja. 3,6 Volt, 60 Milliampere-Stunden. Also der fliegt definitiv raus, der ist schon ausgelaufen. Das sieht man ja, hat ja schon ein paar Schäden angerichtet. Gut, jetzt habe ich lange genug gesabbelt, jetzt kann ich das hier nochmal runternehmen. Ja, kommt schon grüner Kram raus. Und dann nochmal. Und dann mal gucken, ob ich noch eine Leiterbahn ersetzen muss, aber ich glaube, ich sehe ich nicht so, sieht nicht so aus. Und die defekten Durchkontaktierungen wäre ja mich hier mit begleitet auf den Dings-Kanal, weiß ja. Ich habe hier, wo habe ich sie denn? Ich habe ja hier die Durchkontaktierung. Werde ich ein bisschen ersetzen. Muss ich sowieso machen. Allein für die Batterie schon. Das ist da ja weggefressen. Nur mal gucken, wie ich das hinkriege. Und werde dann auch noch mal einen RAM-Test machen. Ich habe ja schon zwei, drei Programme irgendwie rausgesucht, werde ich mal versuchen, da fertig zu machen. Funktionieren tut sie aber, soweit ich das mitgekriegt habe, funktioniert die Platine. Gut, dann sehen wir uns nachher gleich wieder, wenn ich denn soweit fertig bin mit dem Neutralisieren. Jetzt habe ich das soweit wieder trocken. Und ja, hier oben, das ist relativ weggefressen. Unten ist es noch relativ da. Und ich glaube, hier diesen Glasfaserpinsel, den habe ich mal von Olaf bekommen. Damit werde ich jetzt mal ein bisschen drüber gehen. Über die Stellen und gucken, wie es aussieht. Mache ich mir das nämlich mal blank da, weil da muss ich auf alle Fälle meine Hülse reinstecken, da auch. Glasfaser Dinge werde ich mit feuchtem Tuch wegmachen. Auf alle Fälle. Die Dinge sind so ekelig. Fängt nachher an schön zu pieken. Mal da unten auch mal wegmachen. An den Stellen. Also das rate ich euch auch, wenn ihr so mit so einem Glasfaserpinsel arbeitet, nicht wegpusten.
wenn es geht, wirklich mit einem feuchten Tuch aufwischen. Die Dinger sind echt hartnäckig. So, das heißt, da werde ich jetzt mal die Dinger hier reinhauen, die Teile. Eventuell muss ich noch mal ein bisschen aufbohren. Ich habe schon versucht, der Zinn so gut es geht wegzunehmen. Aber das sollte gehen. Dann sehen wir uns nachher gleich wieder. So, nun habe ich die Dinger da reingesetzt. Da und da. Kann man glaube ich von hinten auch noch mal sehen. Die Durchkontaktierung. Werde ich jetzt hier auf der Seite versuchen anzulöten. Zumindest da. Ups. Zumindest da. Den nicht unbedingt, aber den hier brauche ich eigentlich auch nicht. Masse kriege ich von der anderen Seite. Aber den müsste ich von oben löten, weil da die Leiterbahn rumgeht. Und dann löte ich die Teile drauf, auch die Elkos 4,7 μ und 47 μ. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, nun habe ich hier erstmal die zwei Elkos wieder drauf und den Batterie-Dings für Knopfzelle. Würde dann da reinkommen. Die hat jetzt 3 Volt. Würde funktionieren, aber wenn ich, sobald ich den Amiga anschalte, kriegt die Knopfzelle jetzt, weiß ich nicht, 7 Volt ab. Werde ich gleich mal messen, dann werde ich das genauer wissen. Also steck die jetzt mal im Amiga rein und messe mal, was da für eine Spannung kommt. So, ich habe mal eben nachgemessen. Da liegen 5,4 Volt an. Also 5,39 Volt. Also wenn ich das jetzt auf etwa 4,3 Volt oder was das daher sind, setze durch die Diode, dann passt das auf alle Fälle. Weil 3,6 Volt hat ja nur der Akku, im Höchstfall 4 Volt, das passt. Ist okay. Gut, jetzt muss ich bloß da eine Diode reinlöten und da die Diode raus, die Diode drehen, den Widerstand noch raus. Dann passt das. Gut, das werde ich jetzt mal machen und dann sehen wir uns nachher wieder, wenn ich soweit fertig bin. So, nun habe ich fertig. Ich drehe mal so rum, dass man das sehen kann. Mach mal so, dass es dann ein bisschen besser geht. Und zwar D911 habe ich umgedreht, R911 ist draußen, D912 ist nach hier hinten gewandert, auf R113, und da ist jetzt R911 drin. Habe mich so entschieden, anstatt eine Brücke habe ich jetzt den Widerstand genommen, sind 470 Ohm. Und habe mal eben gemessen, ohne Batterie kommen hier an dem Punkt 4,6 Volt raus. An dem Punkt kommen durch Leckströme wahrscheinlich 0,09 Volt irgendwie so raus. Das macht aber nichts, ist ja nicht so schlimm. Und mit Batterie kommen jetzt hier 2,7 Volt. Das sollte passen. Die Batterie ist auch nicht 100% voll, also es passt eigentlich. Soll ja nur den Chip die Daten behalten. Ich denke mal, das wird reichen. werden wir nachher gleich mal ausprobieren. Ich muss jetzt nur noch ein bisschen reinigen. Hier hinten ein bisschen Flussmittel runternehmen. Und dann kann ich sie ausprobieren. Ich muss noch die Diskette machen für den RAM-Test. Muss ich noch erstellen. Eine habe ich ja hier, die den einen Test macht, die werde ich aber überschreiben. Das macht nichts. Da gibt es einen besseren, der ein bisschen genauer testet, den RAM hier.
Und auch mit der Workbench, die werde ich in die Workbench laden. Und dann werden wir auch sehen, dass das wirklich 1 MB RAM in Anführungsstrichen ist, 512 Megabyte RAM, und das sind 512 Slow RAM, nicht Fast RAM. Fast RAM kriegt man nur über den anderen Port, der direkt am Prozessor irgendwie klemmt, so irgendwie da so in der Richtung geht das mit Fast RAM. Das hier ist wirklich nur Slow RAM. Gut, dann sehen wir uns nachher auf dem PC wieder und da dann alles weitere. Okay. Hallöchen. So, ich hoffe, das passt jetzt so mit der Aufnahme. Ich mache jetzt den RAM-Test. Und erstmal mit der Diskette. Ich hoffe, ihr könnt oben das Datum und die Uhrzeit sehen. Das ist jetzt 30. Januar, 9.57 Uhr. So, dann mache ich jetzt mal Memory. Können wir schon sehen, Chip 0,5 MB und Slow auch 0,5 MB. Also ich habe die Erweiterungskarte drin. Test All Memory. Das läuft jetzt eine halbe Ewigkeit so weiter. Ich breche das mal ab. Ich habe noch einen anderen Dings-Test. Wie rum war das? Ich glaube, die muss da rein. Und die da. Das habe ich gestern Abend noch alles fertig gemacht. Ich habe auch die Uhrzeit eingestellt. Die müsste jetzt auf 8 Uhr 58 oder so stehen. Aber das Datum müsste passen, sofern die Batterie das durchgehalten hat. Januar 22, 8 Uhr 58. Habe ich mich beim Datum wohl vertan, weiß ich nicht, aber die Uhrzeit stimmt. 8.58 Uhr, ja, da habe ich mich nämlich vertan mit der Uhrzeit. Die stimmte bei meinem PC nicht. Ihr seht, dass ich hier im Hintergrund Linux laufen habe, und wenn ich auf Windows bin, dann stimmt die Uhrzeit nicht. So, das ist ja schon mal die Workbench. So, da steht jetzt empty. In empty ist aber auch nichts zu sehen. Ich musste hier echt lange rumspielen, bis ich das endlich für den Amiga hingekriegt habe. Hier für den 500er. Beim 1200er wäre es einfacher. Durch die Festplatte. Mach mal hier groß, dass man das sehen kann. CDDF1 Memtest. System Chip Memory Test. So, ich habe einmal kurz die Uhr rausgenommen, sonst stört das ein bisschen im Video. Seht ihr hier, Test completed, 0 Errors found. Ich kann nochmal memtest-a. System Chip Memory Test.
läuft jetzt alles im Hintergrund. Und System External Memory Test. Null Errors found. Das war's. Also die Speicherkarte funktioniert wunderbar. Sieht man hier oben auch Memory, knappes Megabyte, ja, 84 Kilobyte, nee, 842 Kilobyte so in etwa, weil die RAM-Disk nimmt auch noch ein bisschen was. Wenn ich jetzt noch mal auf Info gehe, vier Blocks benutzt, also die RAM-Disk nimmt auch noch irgendwo ein bisschen was weg und Grafik ja auch gut, aber ich habe 1 Megabyte RAM im System drinne von der Uhrzeit her und Dings, das passt, das hat er die Nacht über gehalten. So, einmal kurz in die Einstellung hier. Die Maus hier ist auch echt. So. Januar und dann ist dies Uhr. So. Uhrzeit. Digital 10.03 Uhr Datum 30. Januar. So, das sollte passen. Also, Realtime Clock läuft, würde ich mal so behaupten. Ich weiß nur nicht, wie lange es läuft. Ich habe nämlich noch über Nacht, fiel mir noch so ein Nickel-Metall-Hydrid-Akku mit 60 mAh. Das muss ja irgendein Sinn haben. Ich glaube, ich werde mal gucken, ob ich so ein Batteriepack kriege. Und dann schaue ich mal, ob ich das nochmal umgelötet bekomme. Dass ich das mit einem Akku mache. Und nicht mit so einer Knopfzelle. Knopfzelle ist natürlich besser, die kann man schnell tauschen. Aber was nützt mir das, wenn die schnell leer wird? Naja, gut. Dann danke fürs Zugucken. Reparatur hat sich gelohnt. Platine geht nicht weiter kaputt und funktioniert ja noch, auch wenn das jetzt datumsmäßig habe ich gesehen, irgendwo so 89, 90 rum, das sind 30, etwas über 30 Jahre ist das Ding alt und ohne Fehler, das ist das Gute. Bei dem RAM ist manchmal das Problem bei diesen alten Chips, ich weiß nicht welche Sorte Chips, dass die einfach kaputt gehen. Die gehen einfach kaputt und dann ist Feierabend. Da müsste ich neue Chips besorgen, die ich jetzt nicht da hätte. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich glaube, ich weiß auch schon, was ich da mache. Gut, dann tschüssi.